Ist ja gerade einfach geglitscht. Bleib stehen und stirb! Das haben wir! Ja, ganz toll. Schön, das Feuer hat dich getötet. Jetzt lass mich in Ruhe. Langsam. Ich glaube, ich sollte erstmal alle umbringen. Die gehen mir richtig auf den Sack. Richtig auf die Nüsse. So, wer noch? Das ist müde. Nee. Noch nicht. Hier ist auch alles zu. So, eigentlich wollte ich ja gucken, wie ich jetzt hier reinkomme. Zerstören? Nein. Hm. Warte mal, ich glaube, ich kann da hoch. Jetzt brennt aber alles. Ach, ist doch scheiße. Hm. Der betrügt mich wieder. Darf ich ihn bannen? Du betrügst mich doch auch immer. Brief zu Elfreds Befehlhaber. Wir verdächtigen unseren Hauptmann, sich aus den Steuergeldern zu bedienen und damit sein Ale und seine Huren zu bezahlen. Solch ein Mann der Sünde sollte man Ohren und Zehen abschneiden. Gemäß Elfreds Gesetzen haben wir das Recht, ihn seine Position zu entheben. Bis er seine gerechte Strafe erhält, verstecken wir seinen Schlüssel, die Brüder von Winchester. Gar nicht, wann betrüge ich dich denn? So. Ach, da ist der Schlüssel. So, ein Schlüssel haben wir nach 3 Jahren. Was ist denn jetzt der Schlüssel? Ach, in dem Turm. Okay. Toll, jetzt klettert sie da nicht hoch. So, Truhe. Und Schlüssel. Meine Güte. Haben wir jetzt alles? Nein, nicht darüber. Oh, Eva.
finde das gut mit den Schafen. Ja. Wann fangen wir damit an? So, dann habe ich den Ort wenigstens fertig. Braucht man eigentlich alle Beweise oder? Muss man erst alle sammeln? Mit dem Resi 8 Stuhl. Was? Es gibt einen Stuhl? Spähe für mich in die Ferne. Spring jetzt einfach runter. Hui! Oh, das tat weh. Ab den dritten kommt es. Das heißt, ich ging bei mir aber nicht. Ja, wenn du die Charaktere ziehst, die du haben möchtest, ja, warum nicht? Man kann vielleicht. Man kann dich vielleicht vorher töten. Ja, das ist halt. Das werde ich gleich sehen. Mal gucken. Aber ich würde den gern schon mal killen. Die Glocke. Und dann gehe ich auf Toilette. Ich wollte eigentlich vorher auf Toilette gehen. Ach, egal. Im Falle eines Falls ist richtig fallen einfach alles. Schön, dass du es dir gemerkt hast. Gib mal. Oh, was ist denn hier los? Noch Leder. Ja, es ist nie so viel. Warte mal. Das wäre ein Ubisoft-Entwickler und das ist aua. Dankeschön für den Raid. Dankeschön. Oh, warte, ich habe den Bären jetzt außer Acht gelassen. Was hast du denn Schönes gespielt? Eine Fult. Oh, danke. Ich wusste gar nicht, dass du auch streamst. Oi. Keks. Ah, ein Ubisoft-Entwickler. Ja, die Bären sind Ubisoft-Entwickler hier. Er hat vor kurzem angefangen, könnte man sagen. Das klingt schön. Aber direkt schon die Raid-Funktion raus. Das ist nice. Früher hatte ich gar keinen Plan, wie das funktioniert. Ah, die haben es auch ziemlich vereinfacht, zum Glück. Was habt ihr denn Schönes gezockt? Sag ich doch. Bring nächstes Mal den Zahn deiner Großmutter. Dafür kriege ich ein Vermögen. Den Zahn der Großmutter? Bitte was? Okay. Guten Abend, ich streame seit neuestens hin und wieder mal. Oh, das ist schön. Um, hier ist mein Tag aufzufangen. Gab Witcher 1, war sehr schön. Oh, Witcher 1, direkt. Direkt geil anfangen. Oh. Oh, wie schön. Oh,
das freut mich aber, dass du jetzt auch streamst. Das ist cool. Und direkt mit Witcher. Sehr geil. Wir brauchen einen Shoutout-Command. Ich weiß es nicht, aber geht das mit Stream-Elements und sowas? Wäre eigentlich ziemlich cool, stimmt schon. Ich will jetzt nicht hier runterfallen und sterben. Ach komm. Lebe noch. Kannst du mal deine Keule bei dir lassen? Danke. Vor allem Shani. Oh ja. Voll cool. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so ganz klappt. Der steht hier nicht. Ich glaube, ich brauche den anderen Hinweis. Das ist ja doof. Hallo Gamo, schön, wollte kurz vorbeikommen und euch einen tollen Stream zu wünschen. Dankeschön, haben wir. Vielen, vielen Dank. Außer die Steuerung in Witcher 1 ist ein Graus. Ja, die Steuerung ist ziemlich übel, das stimmt. Aber an sich ist die Story, ist es wert, sich zu quälen. Gibt es überhaupt Fallschaden oder ist... Doch, es gibt Fallschaden. Also ich habe ja eben fast über die Hälfte verloren und bin fast... Okay. Oh, ihr seid Ziel. Oh. Das habt ihr nicht gesehen. Mirko hat mich enttappt, also liege ich jetzt tot im Keller. Oh, wow. Also anscheinend brauche ich doch alle Hinweise. Das ist ja doof. Ich versuche hier gerade Ordensmuffler zu töten. Irgendwie eskaliert das gerade nur ein bisschen. Bleib mal da. So ist fein. Ja, aus Versehen habe ich wirklich meinen gekillt. Das stimmt. Deswegen wundere ich mich gerade. Oder der läuft woanders hier rum, weil ich nicht alle Hinweise habe. Ist ja seltsam. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ich gucke ja nochmal sicherheitshalber, ob hier irgendwo steht, dass ich jemanden bestätigen muss, aber... Man erkennt aber auch nicht, wie er aussieht. So, ich guck nochmal kurz. Ich würde schon gerne die alle killen, aber... Hm.
Der war da nicht, das wäre doof. Ich undedeck, Christus von Jemenes. Entweder finde ich den hier noch irgendwo. Oh Gott. Das war jetzt meine Reaktion. Ist das eigentlich schlimm, von einer geliebten Person die Stimme nicht mehr zu wissen? Nee, schlimm ist das jetzt nicht. Ich glaube, das ist sogar normal. Dass man das irgendwann nicht mehr so ganz 100% weiß. Das ist wie bei meiner Oma und Opa, weiß ich auch nicht mehr so die Stimme wirklich. Also nicht mehr so richtig. Ich beschäftige die Ratte. Leider. Ich glaube, das ist normal. Aber schlimm ist es jetzt nicht. Ich meine, es ist schwierig, sich das zu merken. Aber hier waren wir doch schon mal. Und bei den Gräbern war der jetzt nicht. Vielleicht muss ich das wirklich mal in Ruhe machen. Bleib mir treu. Gott verfluche dich. Verlassen. Du hörst mich nicht! Leute, es gibt was zu tun! Ja, hallöchen. Ja, sorry, immer seid ihr mit. Mihi mundus est satis raro sedate. Sint piorum ambulare in. Ja, ich laufe jetzt hier gerade völlig umsonst, glaube ich, rum. Scheiße. Zu mir, Bruder. Versuche es seit gestern, dich zu erinnern. Ja, jetzt, wo du es sagst, ich weiß das von meiner Oma und Opa auch gar nicht mehr so. Ist halt schwierig, wenn man nicht irgendeine Aufnahme oder sowas hat. Weil da hätte man ja die Stimme. Aber. Nee, das ist, glaube ich, zu schwierig. Schießt der oben? Ich kenne die Stimme leider auch nicht mehr wirklich. Ich vergiss mal leider auch. Ich sehe mir Bilder an und das schrecke ich mir. Weil ich sie anders im Kopf hatte. Ja, das ist dann auch eine andere Sache, das stimmt. Doof. Ich weiß nicht mal, warum ich hier gerade hochkletter. Schöner Ausblick. Aber den ich suche, finde ich nicht. Hui! Das war cool. Einfach mal rückwärts. Hätte voll schief gehen können.
Hier liegt sogar noch einer drin. Ach, die haben Leichenschändung gemacht anscheinend. Zack, daneben. Boah, das wäre jetzt richtig Evermatch da unten. Hm, liegen immer noch alle tot da. Ich mach nochmal. Nee, alles gut, Oni-chan. Das ist eine, eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Frage. Ich hab darüber nicht so nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber da hast du recht. Die sind nicht die, die ich brauche. Na gut, dann reisen wir eben weg. Sigurd. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Auf nach Nordwege. Gut, gut. Geh voran. Ich glaube, das wird alles nicht so gut enden. Ich habe keinen Plan, was er vorhat. Und Nacht, Mosi, schlaf schön. In der Halle der Gefallenen. Sonderbar. Es ist fast genau wie früher und doch völlig fremd. Die paar Jahre auf der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Und es ist arschkalt. Kälter als in meiner Erinnerung. Passt ja gerade das Design meines Schiffes, ne? Mehr Segel! Wir setzen das später fort. Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist sein Narr, der arme Mann. Es war seine Entscheidung. Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schüttle diese Gedanken ab, Sigurd. Der alte Mann ist unsere Zeit nicht wert. Nein. Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Die Wahrheit? Ich habe so das Gefühl, er wird seinen eigenen Vater gleich töten. Aber du kannst dein Schiff selber gestalten. In der Siedlung gibt es doch einen Händler, denn, den du noch aufbauen musst. Ja, das ist das Startgebiet, ja. Nordwich. Kein Fluchen. Wir machen später weiter. Alrex Tadir. Find mein Schiff. Es blüht auf. Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm und wächst sein Hunger mit deinen Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt.
Oder er lebt gar nicht mehr, wer weiß. Lasst uns hier anlegen. Erzähl nach. Eivor, lagt uns gewickelt. Was sagte Randvi noch? Unser Vater verbringt seine Tage in den Methallen und seine Nächte auf blanken Holzbrettern? Das sagte er. Suchen wir in den Methallen. Es gab eine in der Nähe, ein trauriges Loch, in der Männer ihr Unglück ertränkten. Dort sollten wir suchen. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben nicht einmal ein Geschenk. Ratten wissen Geschenke nicht zu schätzen. Sie lecken ohnehin an allem. Du bist ein Quell der Freude, Bruder. Wow. Ist ja ganz toll, wie er redet. Sieh mal nach, Sünen. Der arme Säufer geht nie nach Hause. Von Sonnenauf bis Untergang sitzt er da und starrt in sein Horn. Ich wünschte, er würde nur einmal ein Bad nehmen. Der Kerl war mal ein König. Würde man bei dem Griesgram gar nicht vermuten. Okay. Scheint ja total gesunken zu sein. Wir sollten gehen. Sieh ihn dir an. Naja, nutzt doch jetzt die Chance, um es ihn unter die Nase zu reiben, ne? Vater. Sigurd? Mein Sohn, Eivor! Bei Odin dem Grauen, kommt und lasst mich euch ansehen. Halt. Das ist nah genug. Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe. Keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein nur Plan? Einen Tag, Edith, für noch nur mehr Tag. Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Ich hörte Gerüchte, dass Englerland bereits mehr als genug Könige hätte. Ich dachte, vielleicht wärt ihr zurückgekommen, um... Ich habe alle Träume von der Krone begraben, Vater. Mich erwartet ein größeres Schicksal. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen? Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst, mein Schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. An deinem Verrat war nichts vernünftig. Sigurd war dein Thronerbe. Du hast ihn seiner Krone beraubt. Wen habe ich verraten? Einen Sohn, der nie hier war? Einen selbstsüchtigen Jungen ohne Verantwortungsgefühl? Einen hochnäsigen Lügner? Ich habe unzählige Männer in die Schlacht geführt und ebenso viele Schiffe zu Raubzügen in die ganze Welt. Du sprichst von der Königswürde, als zählten dafür nur die Kerben auf deiner Axt. Doch Menschen zu führen erfordert sehr viel mehr. Ich gab meine Krone an Harald, weil er ein Mann ist, der weiß, welche Herausforderungen vor ihm liegen. Im Gegensatz zu dir. Du armseliger Wurm. Sigurd, deshalb sind wir nicht hier. Pläne ändern sich. Herzen auch. Meines nicht.
Was ist mit dir, Eivor? Oh, Scheiße. Eigentlich hat er ja nicht so. Ja. Eigentlich hat er auch nicht so viel falsch gemacht. Ist nur Sigurd, der jetzt an seiner Ehre verletzt ist. Alles klar, Klaus. Danke, dass du da warst. Mögest du Frieden finden. Dir fehlt es an Mut. Du vertrautest uns nicht. Du hättest uns sagen müssen, dass du dich Harald unterwerfen würdest. Und mir die Schande ersparen, mit anzusehen, wie sich mein Vater erniedrigt. Ihr habt recht. Ich schuldete euch die Wahrheit und das tut mir leid. Doch ich entschuldige mich nicht für meine Entscheidung. Dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Mein Sohn, bitte! Du hast deine Worte gesagt und Sigurd hat sie gehört. Was ist mit meinem Sohn geschehen? Was hat ihm seinen Arm genommen und sein Herz so verfinstert? Er hat gesehen, wer sein Vater wirklich ist. Ein Feigling, der ehrlicher zu seinen Feinden war als zu seiner Familie. Ich war wie ein Vater zu dir, Eva. Ich habe keinen Vater. Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Ich wollte jetzt eigentlich nicht, dass Eivor so reagiert. Ich habe keinen Bock, ihn... Hätte man das überhaupt irgendwie schlichten können? Denkst du an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag. Beschreib sie mir, deine Visionen. In der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hördafylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blut sehen, Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums. Und einen Mann mit... Sprich weiter. Valka warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form, das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Glaube ich dir sofort, dass du es ernst meinst. Mein Schicksal erwartet mich. Ey, boah, warum hast du es ihm jetzt erzählt? Scheiße. Verschwinden wir von hier.
Wahrscheinlich wird er uns verraten. Die Töchter Aegirs segnen unsere Überfahrt. Ja, wir gleiten mit einer großen Ruhe über die Wellen. Was er ekelt mich ja an. König Elfrid? Wie weit hast du ihn getrieben? Dieses überhebliche Gottgelage. Wird er brechen? Gudrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsexe. Mit etwas Glück treibt der Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Und uns erwartet so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Angriff. Wir haben unsere eigene Axt und schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Frau, Fulke, während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast zu ihrem Verrat danke. Das ist tödlich. Wunderbar. Über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du darin etwas Gutes sehen kannst, schön. Doch sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Bis zum Ende. Nein, Eivor. Mann, warum ist sie so ehrenvoll? Was ist das? Ziel. Das ist jetzt der Nachteil, dass sie so ehrenvoll ist und ihren Schwur bis ans Ende der Welt trägt. Wenn das mit ihm zu tun hat, wird sie direkt wieder pissig. Das ist kein guter Umgang für Herrscherin. Nee. Echt nicht. Du warst jetzt aber schon schön pro Sigurd. Na, eigentlich, naja, der Vater hat ja schon uns verheimlicht, was er vorhat. Das war schon wie Verrat. Ich wollte jetzt eigentlich nicht Sigurd damit verteidigen. Das ist jetzt die Kacke. Hätte ich mal einfach nicht. Ach, Scheiße. Alles Quark. Loyalität. Ja, das hat Evo auf jeden Fall. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt entscheiden könntest? Das ist sehr schwer. Also so wie Sigurd jetzt ist, würde ich nicht für ihn sein. Denke ich. Du hast Abel gehört, Liz, schön bis zum Schluss an Sigurds Seite sein. Ich glaube, das wäre so oder so passiert, weil Eivor ist halt so. Das eigentlich an ja, das ist ja nichts. Das ist ja eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Nur, man kann ja nicht wissen, dass Sigurd so sich verändert. Ich kann auch verstehen, warum sie am Anfang, also von klein auf, bis zu diesem gewissen Punkt, wo ich ihn dann nicht mehr mochte. Weißer Zorn versperrt uns den Weg. Wir müssen weiter. Dass sie so hinter ihm steht. Kennst du die Richtung? Wie mich selbst. Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh. Keine Sorge! Wir wären die Schande des Clans, wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben würden. Ha! Das wären wir!
Ja. Ja, hier sind wir richtig. Eivor, wir gehen weiter. Ihr anderen wartet hier. Ja, wir gehen jetzt. Warum habe ich das Gefühl, dass er gegen uns kämpfen will oder so? Oder, keine Ahnung, uns opfern, weil es zu seiner Vision gehört? Oder keine Ahnung. Warum nimmt er uns mit? Er hat uns doch die ganze Zeit nicht mehr vertraut. Er hat uns die ganze Zeit weggestoßen, uns nichts mehr verraten. Und jetzt auf einmal sind wir wieder hier Bestgeschwister. Tiefer ins Königreich des Schnees! Sigurd, können wir den Sturm nicht abwarten? Ah, das Brennen von Eis auf der Haut. Genieße es, Eivor. Wir wandeln auf den Pfaden der Götter. Und wohin? Zu Meergletschern und Schneewüsten? Zum Ruhm! Können wir nicht warten, bis das Tosen nachlässt? Auf dem Schiff, wo wir Met und Essen haben, um uns warm zu halten. Nein! Wir müssen uns den Vorboten stellen und die Götter ehren. Sie werden nicht zu uns kommen. Wir müssen zu ihnen. Wir wären keine gute Gesellschaft mit Eisklumpen in den Augenhöhlen und gefrorenen Knochen. Fürchte die Kälte nicht, Eivor. Wo wir hingehen, können uns Wind und Schnee nichts anhaben. Toll, jetzt nimmt er uns mit in den Tod. Hey. Ein sehr ungutes Gefühl. So wie er sich die in der letzten Zeit... Es ist kalt. Wie der Wind aus Helheim. Halte durch! Es sollte nicht mehr weit sein! Vielleicht habe ich auch ein völlig falsches Gefühl, aber... Was für ein Ruhm meint ihr denn? Hier muss es sein! Ich kenne die Form dieser Steine! Ja, wir sind ganz nah! Das hoffe ich, um meiner gefrorenen Finger willen. Das ist die Eivors Vision. Mit dem Wolf? Da. Der gefrorene See. Das muss es sein. Und da vorne ist eine Höhle. Willst du mir nicht sagen, wohin all das führt? Das wirst du früh genug sehen. Aber zu spät umzukehren, fürchte ich. Da. Die Höhle. In ihr verbirgt sich die geheime Pforte. Ja. Hallo, Matze. Ach, Sigurd. Kann ich ihn nicht einfach hier erledigen und sagen, ihn hat ein Eisbär getötet? Er weiß tatsächlich, dass hier eine Höhle ist. Das Eis ist dünn. Kannst du es zerbrechen? Ja, mit deinem Kopf. Gegenschlagen. Mein Herz rast. Wo soll denn der Eisbär jetzt herkommen? Da waren noch Eisbären diese auf der anderen Tür. Seite des Sees. Hast du sie schon einmal gesehen? Diese Lücke. Dort war der Sagenstein, nicht wahr? Ja, vor langer, langer Zeit. Nun tritt zurück. Svachoi nobrat uns membro, trurvondi quorde, uns solas fras, chnogadide, umsum huchas reis dedai, chasa umsi. Wie hast du das gemacht? Woher kennst du diese Worte? Eivor, ich sagte dir doch, dass meine Visionen Erinnerungen aus einem früheren Leben sind. Komm! Götter. What the fuck? Was ist das für ein Ort? Keks, wir sind gerade wieder in Norwegen. Was zum Fick passiert hier gerade?
komm hierher. Diese Platte führt uns weiter. Aber warum nimmt er uns mit? Er wird uns doch opfern, ohne Scheiß. Glaub ich nicht. Oh, Erasi. Sigurd, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles so sonderbar. Vertraue auf diesen Ort. Diesen alten und heiligen Ort. Wohin führt er uns? In die Hallen der Gefallenen und zu den goldenen Feldern. Nach Valhall. Mhm. Okay. Ja, ein anderes. Dieses Gefährt. Haben die Zwerge es gefertigt? Es ist wahrlich ein Meisterstück. Selbst Gunnar hätte es nicht besser machen können. Diese Höhle ist so tief. Sie summt vor Magie.